Jetzt müssen wir den Fall lösen. Lord Marsh jagt Menschen. Lord Marsh und seine Freunde machen Jagd auf Menschen, die am Sonderausbildungsprogramm teilnehmen. George Hurst will lediglich Rache für die Opfer. Muss mal einen Schluck trinken, wartet mal. Lord Marsh ist ein Mörder, der unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit Jagd auf arme Menschen macht. Er gehört hinter Gitter, wo er irgendwann an seiner Tuberkulose sterben wird. Oder für Lord Marsh besteht keine Hoffnung auf Heilung. Er sollte in Frieden in seinen eigenen vier Wänden sterben dürfen, während er sich bis zum bitteren Ende über seine Taten Gedanken macht. Ihr dürft entscheiden. Also mit euch? Pixel? Miri auch noch da? Gut. Ja. George, runter mit der Waffe. Um Toms Willen. Holmes? Ein beinahe würdiger Gegner. Tom? Mein Tom? Wenn Sie ihm auch nur ein Haar gekrümmt haben, bringe ich Sie um. Glauben Sie mir, Tom ist wohlauf in London bei einem guten Freund. Setzen wir jetzt dem Ganzen ein Ende. Nur zu gerne. Hören Sie, George, wenn Sie Marsh töten, bekommt er, was er will. Und keine Angriffe. Und Sie keine Vergeltung. Er würde in dem Wissen sterben, dass er sein gesamtes Leben so gemein, Pascal. Kontrolle hatte. Lebt er aber weiter und wird verhaftet, wird seine Strafe viel schlimmer ausfallen als das, was Sie oder ich ihm antun könnten. Die Tuberkulose wird dann den Rest seines Lebens beherrschen. Du schnallst bestimmt auch. Sie wird ihn hinter Gittern langsam und schmerzvoll in den Tod treiben. Sie sind beide wahnsinnig. Lassen Sie uns zu Tom gehen. Noch nicht. Lord Marsh, Sie werden hier sterben. Aber nicht durch eine Kugel. Sie werden langsam sterben. Tun Sie das nicht, George. Sehen Sie sich das hier an. So wurden Sie also krank, Lord Marsh. Beim Enthaupten Ihrer tuberkulosekranken Opfer steckten Sie sich an. Das nenne ich ausgleichende Gerechtigkeit. Holmes, Sie verstehen nicht, warum wir so vielen halfen und einige wenige opferten. Aber lassen Sie mich nicht so sterben. Töten Sie mich! Lass ihn mal machen. Sie haben bereits Lord Harrington und so hoffe ich Lord Collins und Dr. Fisher brutal zur Strecke gebracht. Angesichts dessen können Sie nun auch Lord Marsh umbringen und dem Quartermain Club ein für alle Mal ein Ende machen. %24 haben ihm Gnade gewährt. Nachdem er die Kisten aufgedeckt hat mit den Enthaupteten. Alter. Wie krank muss man sein? Dann so jemanden noch. Die ganzen Gutmenschen. Sorry, aber das kann ich nicht nachvollziehen. Ja, Gericht, verurteilt, Knast. So wie es da ja auch war, alles gut. Aber nicht in seinen eigenen vier Wänden. Alter, nee. Muss doch bestraft werden, Mann. Da spricht jetzt wieder der Bulle in mir. Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentane Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Und der Pixel. Sagt ihr nicht alle fünfmal?
Ich kann nicht verstehen, warum 24% der Spieler von dem Spiel sich für Gnade entschieden haben, für den Marsch. Das habe ich gesagt. Nüsschenkrümel im Hals. So. Eine Studie in Grün. Machen wir noch ein Kapitel, ja? Hab noch Bock. Ja, gut gemacht, Watson. Holmes, Sie kegeln in der Wohnung? Nicht kegeln, mein lieber Watson. Ich spiele Bowls. Ernsthaft? Mit Ihrer Verletzung? Nein. Mrs. Hudson wird sie umbringen. Definitiv. Das reicht es. Zeit zu gehen. Möchten Sie mich begleiten? Sie sind unverbesserlich, Holmes. Und wohin gehen wir? Ich nehme an der Finalrunde des jährlichen Turniers teil, das der Bowls Club des Archäologischen Instituts von London veranstaltet. Es ist eine offizielle Einladung. Ich muss mich noch passend anziehen, dann können wir los. Passend. Passend. Gut. Ziehen Sie sich nicht für die Partie um? Wollte ich? Na ja, gut. Waren die nicht normal immer auf dem Kamin? Sorry. Sherlock Holmes, erinnern Sie sich noch an mich? Dr. Reuben Fisher? Der lebt noch? Sie sind ein armseliger Detektiv. Das sollte mal gesagt werden. Sie haben den Grund für das Ganze einfach nicht verstanden. Wir hatten das kleinere Übel gewählt, um eine bessere, strahlendere Zukunft zu erreichen. Es mussten einige wenige geopfert werden, um der großen Mehrheit zu helfen. Eines Tages werden Sie sich noch an diese Worte erinnern. Absolut hochachtungsvoll, Dr. Reuben Fisher. Hä? Achso, ich muss mich erst umziehen. Wo ziehe ich mich um? Wo hat denn er seine Klamotten? Schlafzimmer vielleicht, eine gute Variante. All die ganzen Verkleidungen, so geil. Moment. Das ist festlich. So geht er los, wenn er festlich angezogen ist. Mhm. Als Arzt. Bandit. Wir gehen auf ein Bowls-Turnier, oder? Dann Sportkleidung. Wollen wir uns noch schminken? Komm, wir gucken mal. Und noch ein Bart ankleben, oder was? Und die besser? Ja, oder? Gucken, was der Watson sagt. Holmes, sind Sie sicher, dass Sie das tragen wollen? Was ist damit?
Jeder im Club trägt so etwas. Haha, alleine die Vorstellung. Ich hoffe nur, dass unsere reizende Nachbarin sie nicht in diesem Aufzug sieht. Wieso? Sieht doch gut aus. Los geht's. Da können wir jetzt. Ja. Geil. Oh Mann. Mr. Holmes, Sie haben gestern sehr gut gespielt. Sie schmeicheln mir, Sir Charles. Ich treibe viel Freiluftsport. Das ist der Schlüssel zu meinem Erfolg. Mein Freund Dr. Watson wollte mich begleiten. Wirklich? Möchten Sie den Hauptpreis sehen, Mr. Holmes? Ein seltener Maya-Steinkalender der Quiché. Der Quiché? Ja, hier drüben steht eine Statue Ihres legendären Königs Tikkun Umar. Nun ja, zumindest eine Kopie der Statue aus Metall. Ah. Schön, dass er ihn direkt erkannt hat zum Club mit der Verkleidung. Für den Kalender im Freien aus. Zucker, schau echt. Dich ruhig um. Sehr, sehr geil. So, was haben wir denn hier? Die Statue von Tikkun Umar. Ja, schwer interessant. Diese Statue besteht aus Metall. Noch interessanter? Mehr an den Leuten hier interessiert. Alter, mit der Halbglatze. Der Hauptpreis. Der Maya-Kalender der Quiché. London Archaeological Institute's Bowling Club. Holmes gegen LeBrook. Erster Gegner. Ah nee, das ist ja das Finale. Das ist ja nur noch... Okay. So, Musik müssen wir erstmal ändern. Könnt ihr auch was von Metallica? Tolles Finale. Haben Sie den Hauptpreis gesehen? Ja, super Finale. Erstmal was futtern. Daran wird Watson seine Freude haben. Ja. Was mit dir? Das ist mein Gegner hier bestimmt, oder? Ah, Mr. Holmes. Sind Sie bereit für die Finalpartie? Sind wir? Hm. Ja, oder? Ja, möge das Finale beginnen. Ich muss das jetzt spielen. Das ist doch nicht Bowling, das ist doch Buhl. Was ist denn das für ein Wurf hier? Ich habe gerade keinen blassen Schimmer. Was ich hier machen muss. Ich mach mal einfach mal. Das war ein bisschen locker, glaube ich. Haben die gerade geboot? Hau ab! Ha! Was denn du da für eine Scheiße, Holmes? War vielleicht ein bisschen weit. Weg da! Nein, nein, nein! Du Pisser.
Wie kann der die so geil andrehen, Mann? So haben wir vorher, dann machen wir jetzt mal so. Na, na, na. Nein. Na, verhungert unterwegs. Hacke. War aber knapp. Wieso muss ich das Ding wieder werfen? Danke. So. Alter, die rollt auf den Punkt. Komm. Hab ich schon in der Tasche. Wo will denn der hin? Das war wohl ein Satz mit X. Ah, zu locker. Nee, war gut. Hau ab da jetzt. Den Sieg nimmst du mir nicht. Das habe ich schon in der Tasche, wenn ich jetzt nicht meine eigenen Kugeln wegschnicke. Oh, mal eine schöne Mauer drumherum gebaut. Ah, der verhungert. Jetzt schiebe ich dem seine Kugel dicht daran. Ich. Oh Mann. Was, vier? Ach so, weil so viel Kugeln. Na, willst du wohl? Ich hab geraten haben. Gleich nochmal. Ja. Wie viele Runden sind denn das?